Ja, grüße dich. Heute ist Montag. Nein, jetzt gibt es keine Folge von Die Deine Faszienantwort. Die gab es ja heute schon. Wenn du das Video siehst, wird es bei dir auf jeden Fall Dienstag schon sein, weil es Montagabend schon ist. Und bis ich das jetzt alles bearbeitet habe, ist es dann bei dir Dienstag. Okay, was ja aber nichts Dramatisches. Worum geht es? Letzte Woche Montag habe ich dir den Weg gezeigt, bei Die Deine Faszienantwort, wie du in den Lotussitz kommst. Und du hast mich dabei gesehen, dass ich auch nicht in den Lotussitz gekommen bin. Also ich habe das eine Bein zwar so hochgekriegt, aber das andere halt nicht wirklich so, wie es halt im Lotussitz sein sollte. Und ich habe quasi ja eine Challenge ausgerufen und wollte dich animieren, das auch zu machen, damit du auch in den Lotussitz kommst. Jetzt ist es natürlich, warum sollte man in den Lotussitz kommen? Gibt es eigentlich, wenn du meditieren möchtest und so meditieren möchtest, wie die Urväter oder Großmütter des Yogas quasi begründet haben sozusagen, weil es ist ja eine Position zur Meditation. Und in dieser Position soll man am besten quasi abschalten können, sodass der Energiefluss auch am besten läuft, weil darum geht es ja auch bei Meditation, im Hier und Jetzt zu sein und die Gedanken nicht auf irgendwie morgen oder übermorgen zu haben, sondern immer im Hier und Jetzt zu sein. Aber jetzt genug gequatscht, jetzt will ich dir einfach mal präsentieren, wie es bei mir jetzt aussieht, wie weit ich jetzt bin. Und ich finde, ich habe das heute Morgen schon mal ausprobiert, das kann sich schon mal sehen lassen. Also es ist schon ein Unterschied. Ja? Und das will ich dir jetzt einmal zeigen. Und vielleicht postest du auch mal, wie weit du gekommen bist. Ja? Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das immer gemacht habe. Aber ich habe es so gemacht. Zack. Einmal hier. Ja. Zack. Und jetzt quasi hier drauf. Das sieht jetzt ein bisschen brutal aus. Aber du siehst, es ist schon viel, viel besser. Also hier der Fuß. Du siehst ja, ich habe jetzt hier helle Socken an, die jetzt auch schon ein bisschen dreckig sind. Wenn man hier in hellen Socken umherläuft, kein Thema. Aber was zum Beispiel ist, ich kann diese Position, du merkst, ne, ich wirke nicht angestrengt und das zieht auch gar nicht mehr so doll wie letzte Woche Montag. Und was will ich dir damit beweisen? Ich will dir damit beweisen, weil ich behaupte immer, mein Faszientraining ist super effektiv, um die Beweglichkeit zu verbessern. Es ist nichts, keine anderen Übungen gibt, die so magisch wirken wie meine Faszienübung. Und das präsentiere ich dir jetzt hier wieder. Na, schau mal, der Fuß muss jetzt nur noch hier drauf, aber er zeigt auch schon nach oben. Und das ist halt einfach der Hammer, ja. Und wie gesagt, das kann ich jetzt so schon ein bisschen länger aushalten. Letzte Woche konnte ich das kaum aushalten. Da habe ich auch die Position schnell verlassen. Wenn du das Video nochmal gerne anschauen willst, kannst du es gerne tun. Ich werde es hier auch oben verlinken, ja. Und ja, das ist jetzt so das Statement, wie es jetzt so nach einer Woche aussieht. Und ich finde, das ist echt der Hammer, weil, ja, du kannst ja mal im Internet schauen, was es sonst so für Anleitungen gibt, um im Lotussitz zu kommen. Und was Leute so schreiben, das dauert teilweise Jahre, bis sie da reinkommen. Oder halt ein halbes Jahr. Und das ist jetzt nach einer Woche schon möglich. Und jetzt interessiert mich, wenn du auch mitgemacht hast bei der Challenge, wie weit du schon gekommen bist. Vielleicht machst du ja auch oder hast du auch ein Bild gemacht und das kannst du mir einfach mal schicken. Einfach an tobias@deine-faszien.de. Einfach mal, ja, da mir per E-Mail schicken und das würde mich auch immer interessieren. Vielleicht hast du auch ein Vorher-Nachher-Video oder ein Bild, was du am Anfang gemacht hast und was du jetzt machst. Und das würde mich ja interessieren, wie es bei dir jetzt aussieht. Noch kurz zum Statement. Jetzt ist die Frage, habe ich jeden Tag was getan? Nein, habe ich nicht. Ich wollte jeden Tag was tun, das habe ich ja auch letzte Woche groß angekündigt, aber wie das immer so ist, der Alltag, meine Termine, was ja auch gut ist, habe viel zu tun momentan. Das zeigt mir, ja, dass das, was ich tue, auf jeden Fall auch Anklang findet. So, jetzt ist hier aus die Position rausgerutscht, aber kein Thema. Ich kann mich ja wieder reinbringen. Aber es ist halt super effektiv und deswegen habe ich da jetzt auch immer größere Nachfrage, was ja wie gesagt super ist. Aber was mein persönliches Training anbelangt, es zurzeit halt noch kürzer kommt. Aber gut, so ist nun mal das. Das ist halt die andere Seite der Medaille. Aber gut, mache ich gerne, weil das, was ich hier tue, mache ich aus Leidenschaft. Dafür brenne ich jeden Tag. Und wenn du mich quasi näher kennen würdest, wenn du meine Kinder mal fragst, wir nehmen den jetzt hier gerade auf dem Spielplatz, wo ich das Video auch hier drehe, also wenn du im Hintergrund mal ein paar Kinderstimmen hörst, sind das meine Kinder und noch ein paar andere Kinder, die hier so umherrennen, dass ich halt zum Beispiel so Chancen auch nutze und halt zwischendrin was mache, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin.
Weil anders geht es momentan nicht. Aber wie gesagt, das mache ich aus Leidenschaft und meine Kinder, die habe ich auch schon infiziert. Mein Kleiner zum Beispiel, wenn der auf der Schaukel sitzt, dann heißt das, Papa, gib mir mal den Faszienanschubs. Also nicht den normalen Anschubs, sondern den Faszienanschubs. Das ist so eine Katapulttechnik, da kriegt er halt direkt mehr Power. Und das hat er halt auch schon gespürt und findet das einfach nur toll. Und also so das, ja, was ich dir damit zeigen, dass ich nicht nur dir hier Faszientraining präsentiere, sondern dass ich das mit jeder Phase meines Körpers tagtäglich lebe. Ja, weil ich davon so überzeugt bin, dass kein anderer mir da oder mich davon abbringen kann. Ja? Und auf jeden Fall hast du persönlich einen Mehrwert, weil jede Woche bekommst du eine neue Übung an die Hand. Und ja, und das ist einfach unglaublich. Mach sie mit und spüre die Magie. So, das war's dann. Wie gesagt, mich würde es interessieren, wie es bei dir aussieht. Einfach mal tobias@deine-faszien. Da kannst du das Video hinschicken. Und ansonsten gibt es ja morgen schon wieder ein neues Video. Dann heißt es den 1-Minute-Beweglichkeitsflow. Also bis morgen dann. Ciao. Und ja, und bleib schön am Ball, mach dich beweglicher und denk dran, deine Fasten ist die Methode für mehr Lebensqualität. Also, let's do it.